Unsere Themen am Montag. Der Dicke sorgt für Verwirrung. Auf die Bretter, fertig, los. Und Modedroge Crystal auf dem Vormarsch. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. So einfach kann Sparen sein. Jetzt schnell sein, keinen Vorteil verpassen und extrem sparen im Möbelzentrum Großräschen. Aber nur bis zum 23. Mai. Bei einem 500-Euro-Einkaufswert bekommen Sie 100 Euro geschenkt und zusätzlich sogar die 0% Finanzierung. Sparen Sie weiter mit bis zu 30% auf Möbelneubestellungen und bis zu 50% bei einem Küchenneukauf. Besuchen Sie unsere neue Internetseite möbelzentrum-großräschen.de. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell nach dem verlängerten Wochenende. Der Spremberger Turm ist für viele Touristen die erste Anlaufstation, wenn sie zu Besuch in Cottbus sind. In 28 Meter Höhe hat man ja auch einen guten Überblick über die Stadt. Mit Aktionen wie zum Beispiel dem Radlerstopp zum Männertag lockt der Turmverein auch die Cottbusser zum Dicken. Damit das Wahrzeichen noch bekannter wird, kam den Initiatoren jetzt eine neue Idee. Die Cottbusser Ortseingangsschilder sollen demnächst nicht nur die Zufahrten schmücken, sondern auch den beliebten Spremberger Turm. Da erscheint bei vielen allerdings ein Fragezeichen im Gesicht. Fängt dann da die Ortsgrenze an, oder was? Wo soll das hängen? Spremberger Turm. Weiß ich doch nicht, wo das ist. Ja, was ist der Hintergrund dieser ganzen Aktion? Wieso muss das ausgerechnet da hängen? So ein gelbes? Genau, das richtige Ortseingangsschild. Und die Flagge weg? Aber also nochmal bitte, ein Schild von Cottbus soll dort dranhängen. Ja, warum nicht? Der Ortseingang ist doch ganz woanders. Ich sag mal spontan nein, obwohl mir das völlig egal ist. Ist mir voll egal. Eigentlich bin ich ja jetzt extra hierher gekommen, um mich vom Schild persönlich zu überzeugen. Doch wie man sehen kann, da oben hängt gar nichts. Die ganze Sache war einfach nur ein PR-Gag. Mal gucken, ob die Cottbusser da genauso drauf reingefallen sind wie ich. Tja, um wahrscheinlich ein bisschen Aufmerksamkeit für die Stadt zu erwischen und damit mehr Leute hierher kommen, einfach die Stadt ein bisschen attraktiver zu machen. Blödsinn. Stand das wirklich in der Zeitung oder ist das jetzt ein Gag von Ihnen? Nee, das stand so bei mir, also auf der Internetseite stand das so. Ja. Wisst ihr, hast du nicht richtig geguckt? Habe ich dann überlesen. Ja. Und ich denke mal, das ist auch ein denkmalgeschütztes Objekt. Da kann man nicht einfach ein Schild anbringen. Das wird wohl nicht funktionieren. Ich halte von sowas nichts. Also es würde den Turm nicht bereichern, sagen Sie? Nö, der Turm soll so bleiben, wie er ist. Ob das Schild jetzt am Spremberger Turm hängt oder nicht, Fakt ist eins, die Aussicht ist top. Und da ich jetzt schon mal hier bin, werde ich auch gleich nochmal hochgehen. Mit Saxophon und Klarinettenklängen wurden die Cottbusser am Samstag geweckt. Bei der inzwischen 7. Auflage von Guten Morgen Cottbus ist dieses Mal Frank Witschkowski aufgetreten. Der Musiker und Pädagoge hat die Cottbusser mit Jazz und Lateinmusik unterhalten. Auch am Pfingstsamstag geht das Frühprogramm weiter. Dann gibt das Ensemble vom Varieté Fantastique Einblicke in ihre Akrobatik, Tanz- und Artistikstücke. Was sonst noch in der Stadt los war und los ist, sehen Sie jetzt in den Kurznachrichten. Olympiade der Retter. 400 Johanniter aus ganz Deutschland traten am Samstag beim 24. Bundeswettkampf gegeneinander an. In verschiedenen Theorietests und praktischen Übungen konnten sich die Mannschaften im Spree-Auen-Park messen. Auch Teams aus Polen und Ungarn, die sich beim Landeswettkampf im letzten Jahr qualifiziert haben, waren dabei. Den ersten Platz in der jüngsten Klasse erreichten Teilnehmer aus Cottbus und Finsterwalde. Die 6- bis 12-Jährigen holten den Sieg für den Regionalverband Südbrandenburg. Campus Open Air verschoben. Das alljährliche Laut gegen Nazis Campus Open Air an der BTU Cottbus-Senftenberg wurde abgesagt. Grund seien langwierige Haushaltsdiskussionen im Studierendenparlament der BTU Cottbus-Senftenberg. Hinzu kamen die Semesterferien, wodurch die Vorbereitungszeit nicht mehr ausreichte. Am Mittwoch wird auf dem Campus aber dennoch gefeiert, wenn auch im kleinen Rahmen.
Beim Projekt Kleinlaut gegen Nazis soll trotzdem ein Zeichen gesetzt werden. Nachts im Tierpark. Einen Spaziergang der etwas anderen Art können die Cottbusser an diesem Samstag machen. Im Tierpark werden die verschiedensten Gehege und Wege mit speziellen Lichteffekten beleuchtet. Los geht's um 19 Uhr. Die Karten kosten 15, ermäßigt 12 Euro. Jan Glossmann wird neuer Pressesprecher der Stadt Cottbus. Der 51-Jährige nimmt ab August die Stelle von Dr. Peter Lewandrowski ein. Er geht in den Ruhestand. Jan Glossmann ist derzeit Redakteur bei der Lausitzer Rundschau und hat sich bei dem Ausschreibungsverfahren für die Stelle als Pressesprecher gegen 100 Bewerber durchgesetzt. Bell, Hang-up oder Jam. Diese Begriffe werden an diesem Sonntag wohl häufiger fallen. Dann trifft sich die gesamte Skater-Szene in Kolkwitz. Elegant, anspruchsvoll und nichts für Weicheier. Am kommenden Sonntag versammeln sich wieder jede Menge Skater in Kolkwitz. Dort findet der 5. Game of Skate Contest statt. Hinter dem Kolkwitz Center werden dann bis zu 60 Teilnehmer erwartet. Kurzentschlossene können sich bis 13 Uhr anmelden. Der Contest startet um 13.30 Uhr. Die Regeln sind einfach. Zwei Skater treten gegeneinander an. Einer macht einen Trick, der andere muss ihn nachmachen. Schafft letzterer es nicht, gibt es einen Strafpunkt. Wer als erstes 5 Punkte gesammelt hat, fliegt raus. Zusätzlich wird es einen Best Trick und Longest Ollie Contest geben. Los geht's ab 13 Uhr am Kolkwitz Center. Das Personalkarussell bei Energie Cottbus dreht sich weiter. Nachdem Kevin Müller, Fernol Perdedei und Tim Kleindienst ihren Wechsel in die höhere Liga verkündet haben, werden in den nächsten Wochen 6 weitere Spieler gehen. Bei allen wird der Vertrag entweder aufgelöst oder nicht verlängert. Inzwischen sickern auch eventuelle Neuzugänge durch. So ist der Verein Gerüchten zufolge an Mittelfeldspieler Marco Hartmann interessiert. Und auch der Ex-Cottbusser Daniel Frahn steht auf der Wunschliste noch immer ganz oben. Ein erstes gutes Gespräch ist mit ihm bereits geführt worden. Es ist zurzeit die Aufputschdroge schlechthin. Crystal Meth ist inzwischen die Volksdroge gleich nach dem Alkohol. Vor allem in der Lausitz ist der Konsum in den letzten Monaten erheblich gestiegen. Besonders erschreckend, jede 5. der rund 600 Schwangeren im Jahr ist abhängig. Und auch immer mehr Arbeitnehmer greifen zu Crystal, damit sie den Stress bewältigen können. Dabei sind die Auswirkungen und Folgen bei keiner anderen Droge so schlimm wie bei dieser. Wie weißer Kandiszucker, mit seinen hellen, glitzernden Kristallen sehr verlockend. Die Rede ist von Crystal Meth oder Methamphetamin. Die synthetische Droge ist bei Jugendlichen wie Erwachsenen beliebter denn je. Sie stellt ein enormes Problem für unsere Gesellschaft dar. Der Stoff wird meist geschnupft. Bereits die einmalige Einnahme kann so gefährlich sein, dass sie süchtig macht. Vor allem aber führt sie zu Psychosen und Hirnschäden, bis hin zu Herzversagen. Der Handel und Besitz von Crystal Meth ist ohne Erlaubnis in Deutschland und den meisten europäischen Ländern somit strafbar. Na, Crystal ist eine Droge, die eigentlich schon sehr bekannt ist, schon lange bekannt ist, die aber jetzt in den letzten 10, 15 Jahren eine Wiederbelebung erfährt, die in der Jugendszene sehr angesagt ist, die aber nicht nur in der Jugendszene, sondern auch in anderen Bevölkerungsschichten sehr angesagt ist und deswegen uns eine Menge Probleme macht. Und deswegen ist es auch ganz gut, dass wir heute drüber reden. Erstmals bekannt wurde die Droge 1893 durch den japanischen Chemiker Nagayoshi Nagai. Rund 40 Jahre später erst wurde in Berlin an einem weiteren Verfahren zur Herstellung von Methamphetamin geforscht, das im Oktober 1937 patentiert wurde.
Ein Jahr darauf wurde Methamphetamin unter der Marke Pervitin in den Handel gebracht. Auch mit Pervitin versetzte Pralinen, sogenannte Hausfrauenschokolade, waren nun erhältlich. Unter dem Spitznamen Panzerschokolade kam die Droge auch im Zweiten Weltkrieg massenweise zum Einsatz. Soldaten, Fahrzeugführer und Piloten nahmen sie zur Dämpfung des Angstgefühls. Zudem steigerte es die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit der Betroffenen. Viel Aufsehen erregte Crystal Meth aber erst nach 1945 im Sport, bei vielen Sportlern nämlich ein beliebtes Dopingmittel. Bestes Beispiel der deutsche Boxer Jupp Else, hier zu sehen in weißer Hose. Er ging in der Europameisterschaft von 68 als erster deutscher Profisportler in die Geschichte ein, der an den Folgen von Doping verstarb. Else erlitt 150 Kopftreffer, die er vermutlich nur wegen des durch Pervitin herabgesetzten Schmerzempfindens aushalten konnte, fiel ins Koma und starb an einer Gehirnblutung. Von Tschechien aus verbreitete sich die Droge rasant in den östlichen Bundesländern. Offene Grenzen erleichtern zudem den Schmuggel immens. Nun ist die Droge mittlerweile in der Lausitz weit verbreitet. Die Staatsanwaltschaft Cottbus schätzt die Zahl der Konsumenten allein in Südbrandenburg auf mehrere 10.000, Tendenz steigend. In Cottbus haben Suchtberater bereits mit vielen Klienten zu tun gehabt. Und jeder Fall ist anders. Einer von ihnen ist Kevin L. Der 18-Jährige kam vor einigen Jahren schon mit dieser Droge in Berührung und schildert nun seine Erfahrungen. Ja, man trifft sich halt mit ein paar Freunden und sagen die halt mal, ja, ich hab was Neues, lass es mal ausprobieren. Und ja, da bin ich halt mitgegangen. Und dann haben wir uns halt eine Bahn gelegt, da habe ich das genommen und ich fand's erstmal übelst gut, also dieser Trip, dieser Höhepunkt. Also man fühlt sich so, wenn man alles könnte, man kann fliegen, keine Ahnung, man fühlt sich einfach richtig glücklich. Und wenn man herunterkommt, dann fängt man an zu schwitzen, zittert übelst und hat übelst die Wahnvorstellungen. Also mehr negative Aspekte als positive. Ich finde es erstmal ein tolles Beispiel, dass der Kevin sich da hinstellt und sagt, hör mal zu, das ist nicht so harmlos, man probiert es nicht einfach mal und dann kann man da locker wieder mit aufhören. Das ist ja deutlich geworden in dem Beitrag, dass er kämpfen musste. In der Regel ist es so, dass es die Betroffenen aber auch sehr spät sich eingestehen, dass sie schon über diesen Punkt, wo sie es noch unter Kontrolle haben, überhaupt hinweg sind. Und dass es einfach Anregungen aus dem Freundeskreis braucht oder von der Familie braucht oder vom Arbeitgeber. Mensch, in letzter Zeit siehst du komisch aus, bist du fahrig geworden oder schläfst du schlecht, was ist los mit dir? Also diese Impulse braucht derjenige, der in diesem Wahn drin ist, dass er ja so toll und so alleskönnerisch unterwegs ist. Ob Suchtberatung oder Therapie, bevor man Breaking Bad, also zu Deutsch, vom rechten Weg abkommt, Hilfe gibt es ausreichend. Und seien wir doch mal ehrlich, bei allen vorgespielten Psychosen und sonstigen Einbildungen ist die beste Droge immer noch einen klaren Kopf behalten. Was Drogen anrichten können, beweist folgende Polizeimeldung. Am Freitag hat sich eine 34-Jährige auf einem Cottbusser Firmengelände das Leben nehmen wollen. Als die Polizei eingetroffen ist, haben die Beamten eine verwirrte und in verschiedenen Sprachen redende Frau vorgefunden. Der Notarzt hat bei ihr die Einnahme von Kokain festgestellt. Das war LTV aktuell am Montag. Morgen widmen wir uns zwei Sorgenfällen der Stadt. Zum einen haken wir im Rathaus nach, was aus der alten Schwimmhalle im Bildungszentrum wird. Zum anderen fragen wir nach, wie es mit dem Wasserspielplatz im Eliaspark weitergeht. Schalten Sie auch dann wieder ein. Bis dahin, tschüss. Haben Sie schon mal mit unserem Oberbürgermeister gewettet? Haben Sie schon das deutsche Sportabzeichen erlangt? Haben Sie lange Zeit keinen Sport mit Ihren Kollegen, Ihren Nachbarn, Freunden oder in der Familie gemacht? Na dann wird's aber Zeit. 25 Jahre organisierter Sport, 25 Jahre Stadtsportbund Cottbus e.V. Und das wird sportlich gefeiert. Das Sportwochenende mit vielen Aktivitäten für alle Cottbusserinnen und Cottbusser. Vom 26. bis 28. Juni im Cottbuser Sportzentrum. Und Sie sind alle herzlich eingeladen. Lassen Sie sich entführen in die mystische Welt des Spreewaldes. Wassermann, Schlangenkönig, Irrlichter und Ludki erobern wieder den Burger Schlossberg. Erleben Sie zu Pfingsten die Spreewälder Sagennacht, das Musikspektakel vor einer zauberhaften Naturkulisse in Burg.
Kartenvorverkauf, in allen CTS-Verkaufsstellen, in die Touristinformationen der Region und unter burgimspreewald.de. Burg im Spreewald. Natürlich erleben am 22., 23. und 24. Mai. Laufen Sie für den Tierpark. Der vierte EG Wohnen Charity Lauf. Los geht's am 4. Juli um 10 Uhr. Die Startgebühr beträgt 1 Euro und geht als direkte Spende an den Cottbusser Tierpark. Und für jede gelaufene 2-Kilometer-Runde legt die EG Wohnen noch 1 Euro drauf. Alle Läufer erhalten an diesem Tag bis 13 Uhr freien Eintritt zum Tier- und Spreeauenpark. Also jetzt anmelden unter eg-wohnen.de oder telefonisch unter Cottbus 75 28 350. Der vierte EG Wohnen Charity Lauf am 4. Juli im Cottbusser Tier- und Spreeauenpark. Genießen im Schönen. Spreewaldtherme. Das Solebad in der Natur. In der kommenden Nacht ist es leicht bewölkt, die Temperaturen sinken auf 12 Grad. Mit Regen muss nicht gerechnet werden. Der zweite Arbeitstag der Woche startet zunächst sonnig, im Laufe des Tages zieht es sich immer mehr zu, aber es bleibt trocken. Das Thermometer klettert auf 22 Grad. Unternehmer starten durch mit der Entwicklungsgesellschaft Cottbus. Wir unterstützen und beraten bei Ansiedlung, bei Existenzgründung, bei Expansion, zu Fördermitteln, bei der Immobiliensuche und bei Ihrer Unternehmensentwicklung. Worauf warten Sie noch? Die EGC ist Ihr Partner. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Cottbus. Die Industrie- und Handelskammer Cottbus vertritt die Interessen von 36.000 Unternehmen in Südbrandenburg gegenüber Politik und Verwaltung. Mit einem umfangreichen Service steht die IHK Unternehmen in allen Phasen zur Seite, von der Gründung über die Zukunftssicherung bis zur Nachfolge. Das Team rund um Geschäftsstellenleiter Mike Bethke bietet Unternehmen im Raum Cottbus und Spreeneiße umfassende Beratung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. So, Schluss jetzt, ihr kommt sofort mit nach Hause. Kinder, aufwachen. Ab nach Hause mit euch. Aber wenn ich groß bin, kaufe ich mir doch einen Renault Outdoor-Sattel.